Willkommen zum Mittwochsupdate vom 7.6.2017. Ja, der Pferdemarkt wird an der Jorvik-Stall-Arena aufgebaut. Und es kam heute die letzte Folge der Star Stable Game News vor der Sommerpause. Ja, auf die müssen wir jetzt dann leider einige Zeit verzichten. So. Der Grund aber, warum wir jetzt bei der Goldspurfarm stehen, es gibt neue Araber. Sie wurden überarbeitet und drei Farben sind jetzt ins Spiel gekommen. Und zwei davon stehen hier an der Goldspurfarm. Eins steht in Fort Pinter. Und ja, die wollen wir uns dann gleich mal anschauen. Die alten Araber-Modelle soll es dann auf dem Pferdemarkt zu finden geben. Für 710 Starcoins, die alten. Und die neuen werden wir uns jetzt mal ansehen. Los geht's. Na, so viel ist hier anscheinend noch gar nicht los. Okay, dann schauen wir uns erstmal den guten hier an. Ja, vier weiße Beinabzeichen. Schon mal sehr, sehr schick. Ein sehr großes weißes Abzeichen im Gesicht. Ja, rosa Schnute wieder. Das finde ich persönlich nicht so schön. Nicht ganz so. Ja, also ich glaube beim Tigerschrecken vom Mustang war es noch ein bisschen schlimmer, aber das ist nicht so ganz meins. Blaue Augen, aber das Braun ist sehr, sehr schön. Muss ich ja mal sagen. Schauen wir ihn uns mal von vorne an. Ja. Doch. Und ja, gut, den Fuchs, den sehen wir jetzt hier nicht so gut von der Seite. Da werden wir uns dann gleich mal... Ja, schade. Von der Seite irgendwie... Ah, ja. Na, da ist die. Ja. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr schick. Hat keine weißen Beinabzeichen. Nee, haben wir jetzt nicht gesehen. Schauen wir ihn uns mal von vorne an. Der hat nämlich, genau, ein Sternchen. Und hier auf der Nase nochmal ein weißes Abzeichen. Doch. Den finde ich jetzt auf jeden Fall schöner geworden als der Fuchs von den alten Modell. Die Farbe von dem Fuchs vom alten Modell fand ich sehr, sehr schick. Aber das Gesicht, das war mir dann doch zu dunkel. Und das finde ich bei dem neuen Modell doch sehr, sehr schön gelöst. Jo. Na gut, schauen wir uns mal an, was es zu dem Araber hier zu sagen gibt. So, er ist auf Level 1. Rassebonus. Stärke plus 1, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer plus 0, Agilität plus 3. Ausstattung, ja, wahrscheinlich normale Hufeisen, genau. Man braucht Level 10, um ihn kaufen zu können. Kostet 969 Starcoins. Das ist ein stattlicher Preis. Ich glaube 969, das kostet so viel wie der Isländer und... War der Mustang auch so? Ich glaube auch, der war auch so in dem Dreh. Also auf jeden Fall, ja, in der gehobeneren Preisklasse. Das arabische Vollblut ist eine der bekanntesten Pferderassen weltweit. Es ist lebhaft, freundlich und sehr intelligent. Das arabische Vollblut stammt von Beduinenstämmen, wo es als eine Gabe des Himmels angesehen wird. Der Araber ist ein muskulöses Pferd mit kleinen, starken Hufen. Ja, ich bin noch etwas am Überlegen, aber ich denke mal schon, dass ich mir einen Araber holen möchte. Ich würde ihn nur mal gerne die Bewegung sehen. Da, hier sehen wir noch einen alten Araber. Ist eigentlich auch schick, auf jeden Fall, war damals schon sehr schick. Aber ich glaube beim Laufen, vor allem im Galopp, sah das doch recht, ja, stark sich aus. Aber trotzdem, ich weiß gar nicht, ob mir das alte Modell an sich vom Körperlichen ein bisschen besser gefällt. Na, wir hätten vielleicht mal den anschauen sollen, wo nicht so viele stehen. Na gut, der wird wahrscheinlich mehr Animationen haben und... Ja, aber ich muss sagen, also das alte Modell hat mir auch
schon gefallen. Ich finde es jetzt ganz schön, dass es überarbeitet wurde. Aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Wobei der Fuchs natürlich schon echt sehr, sehr schick ist. Aber wir haben ja noch einen Kandidaten in Fort Pinter anzusehen. Und der hat mir auf jeden Fall am Foto auch sehr, sehr gut gefallen. Also dann lassen wir uns mal abholen. Dann geht es erstmal schnell nach Fort Pinter. Und schauen uns in, ja, das letzte Exemplar an, das diese Woche ins Spiel gefunden hat. Seinen Weg ins Spiel gefunden hat. So. Da ist Fort Pinter. Also, ja, Fuchs und den Fuchs gab es ja auf jeden Fall schon mal, nur in einer anderen Variante. Was das Gesicht angeht. Ah, das ist der neue. Ah, nein. Warte, ich hätte mir das sehr, sehr gerne mal angesehen, wenn man sich. Wenn man schon mal. Doch, der ist doch. Jetzt auch so mit Ausrüstung und unterm Sattel. Nicht verkehrt. Schick, schick. Na, ich hoffe mal, wir finden gleich noch einen. Huch, nicht die Brücke runterstürzen. Das brauchen wir jetzt auf keinen Fall. Und oh, hier ist ja gar nichts los. Ist ja auch irgendwie fies. Och nö, da kriegt man ja gleich schon wieder ein bisschen Mitleid. Ja, ein Rappe mit einem weißen Beinabzeichen hinten. Ich finde den doch. Na gut, ich mag Rappen ja sowieso sehr, sehr gerne. Von daher, ich glaube, es gibt kaum einen Rappen, den ich nicht mag. Ich finde den auf jeden Fall sehr schick. Hat keinen Stern oder sowas. Zumindest ist das jetzt nicht erkennbar. Noch. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Der hat doch auch was. Finde ich auf jeden Fall. Ich glaube, das alte Modell von dem Rappen hatte überhaupt kein weißes Abzeichen. Der war rein schwarz und der hat jetzt wenigstens so ein kleines, ja, weiß ich nicht, Stiefelchen. Ich glaube, Söckchen wäre ein bisschen höher. Ach ja. Na gut, oh, da ist nochmal der Fuchs. Oder ist das ein anderer Fuchs? Ist auf jeden Fall nochmal einer von den neuen. Das wäre schön, wenn wir dann nochmal in Bewegung sehen könnten. Das interessiert mich nämlich, bevor ich ja, einen neuen kaufe. Sonst weiß ich, mir gefällt auch von dem alten Modell nicht nur eine Farbe, sagen wir es mal so. Ja. Okay. Achso, hat sie sich bestimmt abholen lassen. Schade. Schade, schade, schade. Schauen wir nochmal rum. Also hier in Fort Pinter ist ja wirklich gar nichts los. Das tut mir ein bisschen leid. Okay, der Fuchs steht hier noch rum. Aber rumstehen ist jetzt auch nicht so das, was wir gerne brauchen. Vielleicht nochmal im Moorland schauen. Oder nach Silverglade. Schauen wir mal bei den Rennen. Eventuell. Nee, das ist das englische Vollblut. Jetzt hätte ich gedacht, vielleicht leveln schon einige Leute ihren Araber. Aber sieht offenbar nicht so aus. Schade. Na gut, dann geht es jetzt nochmal ganz schnell nach Silverglade in der Hoffnung, dass wir da ja noch einen neuen Araber unterm Sattel finden. Sonst ja, muss ich mir das überlegen. Neues Modell, altes Modell, Farbe. Aber ich würde schon gerne einen Araber haben, auf jeden Fall. Ich finde die Farben, die jetzt reingekommen sind, schön. Auf jeden Fall. Ja, die rote oder rosa Nase war jetzt nicht.
Das ist aber, der hat ein weißes Abzeichen. Ist das etwa der neue Rappe? Oh ja. Ja, sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Also vielleicht... Wobei natürlich die Vorderbeine eventuell... Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor. Sehr kantig wirken. Aber ist auch nicht schlecht. Oh, das ist auch so schick. Ach Mensch. Aber die sind natürlich auch nicht gerade günstig, die guten. Hier der Schritt. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Na komm, wir müssen mal hinterher. Ja, und dann, na gut. Ja, dann haben wir ja wenigstens noch mal kurz ein paar Gangarten gesehen. Und, dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.